Ansonsten fragt sich die Nation inzwischen jede Woche, wann ist es endlich soweit? Wann kommt die Wagenknecht-Partei? Ja, von Fans und Medien herbeigesehnt wie der Messias. Denn nur Sarah kann uns retten und die AfD für immer besiegen. Allein mit der Macht ihrer Worte und der Strenge ihres Gouvernantenblicks oder so ähnlich. Es ist wirklich hochinteressant, welche Hoffnungen inzwischen in diese Frau reinprojiziert werden. Also, außer bei der Linkspartei natürlich, für die geht's zu Ende, ne? Muss man so hart sagen. Ja. Hier aktuelle Umfrage, jeder fünfte Wahlberechtigte könnte sich vorstellen, eine Wagenknecht-Partei zu wählen. Im Osten sind es sogar 29%. Und das ist kein Wunder, denn wenn man seinen Fernseher anmacht, ist sie ja meist schon da. Sarah Wagenknecht ist heute bei uns zu Gast. Sarah Wagenknecht von der Linkspartei. Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht. Herzlich willkommen, Sarah Wagenknecht. Es ist ja auch wirklich nichts im Fernsehen, was man gern sehen möchte. Ja, Sarah Wagenknecht. Beim Kollegen Lanz quasi in die Studiodeko reingewachsen inzwischen. Ne? Da sitzt sie dann, achten Sie mal drauf, stets aufrecht und belehrt uns über die wahre Weltlage. Der Deutsche wird ja generell gerne belehrt. Ihr neuester Vorschlag, deutsches Geld für die Ukraine nur noch, wenn die Ukrainer endlich kapitulieren. Friedensverhandlungen zustimmen. So, ja. Putin gefällt das. Ihre Politik nennt sie selber linkskonservativ. Also ja, sozialpolitisch irgendwie links und gesellschaftlich eher gar nicht. So könnte man es vielleicht definieren. Allerdings hat sie kaum noch konkrete Ideen zu sozialen Themen. Es geht mehr so allgemein gegen die abgehobenen großstädtischen Eliten. Mit der elitären Linken hat Wagenknecht jedenfalls gar nichts mehr am Hut. Da ist sie eigentlich nur noch Mitglied, weil? Weil ich mich immer noch vielen Mitgliedern verbunden fühle. Aber vor allem auch, weil ich finde, wenn man etwas kaputt macht, dann sollte man das nur machen, wenn man schon weiß, dass man etwas Neues aufbauen kann. Ja, absolut. Nie Schluss machen. Bevor man was Besseres hat, das kennen wir doch alle. Das andere war ja blöd. Aber haben Sie das gehört? Sie gibt zu, dass sie die Linke kaputt machen will. Das ist interessant, oder? Ja, sie will sie kaputt machen, nutzt aber weiter die Ressourcen der Linksfraktion. Also wenn Zeit ist. Gerade hat sie im Bundestag wieder zwei Abstimmungen geschwänzt wegen einer wichtigen Buchvorstellung in Jena. Ich sage Ihnen, was die Wagenknecht mit der Linkspartei macht, das ist Tierquälerei. Wie eine Katze, die mit einem halbtoten Vogel spielt. Das macht man nicht. Der angeschossene linke Kahn säuft derweil still und leise ab. Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch wollen nicht weiter Fraktionschefs der Linken sein. Doch niemand wollte stattdessen kandidieren. Natürlich nicht. Nein, es ist wie in der Schule, wenn neue Elternvertreter gewählt werden und alle nur so auf ihre Schuhe gucken. Macht ihr das, ja, Arschlöcher? Ja. Nochmal, was die Sarah mit ihren bald ehemaligen Kollegen anstellt, das ist so nicht in Ordnung. Ich find's nicht okay, wirklich nicht. Und obwohl linke Themen aktuell eigentlich Konjunktur haben, verliert die Linkspartei ihren Fraktionsstatus, wenn nur zwei Abgeordnete mit ihr in den neuen Verein wechseln. Wir sagen, diesen Horror hat keiner verdient. 39 linke Abgeordnete in ständiger Angst. Nackte Panik vor ihr, der einen Frau, sie alle zu Wagenknechten. Was bleibt ihnen ohne Sarah? Arbeitslosigkeit, Drogensucht oder noch schlimmer, ein Wechsel zur SPD. Kurz gesagt, die Lage ist ernst. Sogar Klaus ernst. Eine Partei auf der Kipping. Sie sind echt komplett am Bartsch. Halloween im ZDF. The Walking Left. Die Nacht der untoten Linken. Es ist nicht schön, meine Damen und Herren, was die erdulden müssen. Ja. Gut, warten wir es mal ab. Warten wir es mal ab. Ich habe gehört, Parteien gründen ist richtig Arbeit. Und die Erfahrung lehrt, sobald was richtig Arbeit ist, ist die Sarah schnell von Bord. Ne? Siehe Hashtag aufstehen. Da war es so. Fakt ist, egal ob eine neue Partei gegründet wird oder nicht, die deutsche Linke spaltet sich einfach gerne. Das ist Tradition. Umso schöner, wenn mal was wieder zusammenwächst. Sarah, ihr sein Mann, also der Oscar, und Gerd Schröder sind wieder Freunde. Haben Sie das gelesen? Die haben sich versöhnt. Ist das nicht schön? Hier, Schröder-Foto-Lafo-Story aus der Bravo.
Wir blättern mal auf. Nach Jahren der Eiszeit reden die beiden alten Bros endlich wieder. Lafo sagt, ey Gerd, alte Säule, was macht die Doris? Und Schröder so, welche Doris, kenne ich nicht. Meine aktuelle Alte zwingt mich, Hafermilch zu saufen, stell dir das mal vor. Beide lachen. Was für ein schönes Wiedersehen bei einem gemeinsamen Freund in Moskau. Ja. So, aber jetzt die eigentlich spannende Frage. Was ist das Wagenknecht-Erfolgsgeheimnis? Vor allem Kulturkampf gegen Wokistan. In ihrem Bestseller Die Selbstgerechten schreibt sie, die Lifestyle-Linken von heute würden ihre Wähler verprellen, zum Beispiel durchs Gendern. Genau, Gendern, das ewige Aufregerthema. Aktuell wird ja in Deutschland schon wieder übers Gendern gestritten. Warum? Wir können es echt nicht lassen. Was gibt's da noch zu reden? Darüber reden wir jetzt mit Valerie Niehaus, Lehrerin und Präsidentin des Vereins gegen die brutale Schändung der deutschen Sprache durch den Gender-Terror. Erstmal Glückwunsch zu dem sachlichen Vereinsnamen. Vielen Dank. Unser Logo ist übrigens das Gender-Sternchen und ein weinender Goethe. Das wird nämlich gern vergessen in dieser Debatte, Herr Welke. Deutschland ist immer noch das Land von Goethe, Schiller und Heino. Heino? Also dem Heino? Ja, welcher Heino denn sonst? Komm in meinen Wigwam, Karamba Karacho an Whisky, Heino halt. Seit dieser Woche der wichtigste Verteidiger unserer wunderbaren Sprache. Wie stehst du zum Gendern beispielsweise? Das ist für mich alles, den haben sie ins Gehirn geschissen, die sowas wollen. So wie wir im Rheinland sagen, nein, ich stehe da überhaupt gar nicht zu. Ich würde weiter von der schwarzen Haselnuss singen, ich würde weiter lustig ist das Zigeunerleben singen. Ins Gehirn geschissen, herrlich. Also Heino ist so ein Sprachvirtuose. Und er wird weiter das Lied von der schwarzen Haselnuss singen. Selbst wenn ihn die Sprachstasi dafür ins Zuchthaus steckt. Einen Heino beugt man nicht. Ja, war das nicht mal eine schwarz-braune Haselnuss? Egal, egal. Also ich meine, ich gender ja auch nicht. Aber warum macht das Thema viele so wütend? Die CDU Thüringen bringt jetzt ein korrektes Sprachegesetz in den Landtag. Ein Genderverbot für Schulen und Verwaltung, wohl wieder unterstützt von der Überraschung AfD. Entschuldigung, also in Deutschland gelten immer noch die Regeln des Rats für deutsche Rechtschreibung, bekanntlich unser höchstes Verfassungsorgan. Wer irgendwas anderes schreibt, begeht einen Normenverstoß. Im Grunde wie Diebstahl oder Mord. Die sind ja auch verboten, nicht? Selbst in Berlin und in Bremen noch. Was? Niemand will in Schulen Genderzeichen lehren. Es geht doch nur darum, ob einer, der sie aus eigenem Antrieb benutzt, eine schlechtere Note kriegt. Oder kann froh sein, wenn er keine gescheuert kriegt. Aber die Prügelstrafe haben sie ja auch abgeschafft, die Woken-Irren. Warum auch immer. Was? Ich meine, zugegeben, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein gibt's inzwischen tatsächlich Punktabzug für Gendererinnen. Ne? In allen anderen Ländern aber eben nicht. Weil ihr beschwert euch doch immer über Leute, die erziehen oder was verbieten wollen. Und jetzt wollt ihr Gesetze, die erziehen oder was verbieten? Ich lass mir doch kein Gesetz verbieten, das mir das Verbieten verbietet. Also da verbitte ich mir. Und was heißt überhaupt Verbot? Wir, dieser gepflegte Hamburger CDU-Mann, der bringt's wunderbar auf den Punkt. Die staatlichen Einrichtungen sollten sich an die deutsche Grammatik halten. Das heißt, wenn sie es tun, und das tun sie ja häufig, also gendern, würden sie es verbieten? Ja, wird's unterbinden. So, unterbinden, was völlig anderes. Sprache ist ein Kulturgut. Das müssen wir mit Zähnen und Klauen verteidigen. Schon der Übergang vom Mittelhochdeutschen ins Hochdeutsche vor 700 Jahren war ein Riesenfehler. So, jetzt habe ich die faxendicke Hefte raus, Diktat. Diktat, was? Das war überhaupt nicht angekündigt. Ja, nun, Ruhe. Also, hier. Aus Blau blüht der Enzian, dem legendären Sonett des größten deutschen Barden, Heino. Oh, nee. Doch. Mit ihren roten Lippen fing es an, die ich nie vergessen kann. Holla hier, hier, holla die ho. Gott sei Dank. Valerie Niehaus, meine Damen und Herren. Brrrr. Howdy, Leute. Ich wollte euch nur um ein kleines Abo bitten. Einfach anklicken. Macht's gut. Na los. Na los, du Scheißpferd. Hey!